weitergehen. Ja. Tu mal nicht so gestresst. Warum ist denn? Irgendein Vieh. Was bestimmt gefährlich ist. Bei meinem Glück. Warte mal. Da blinkt doch schon wieder ganz viel. Warum kann ich den Köcher da nicht nehmen? Na? Okay, ich dachte, ich kann. Oh, ich bin fast tot. Ich bin tot. Oh Mann! Alter. Scheiß Vieh. Okay, von denen da hinten halte ich mich mal noch fern. Nicht das befürchten, dass sie mich angreifen. Ach, ich kann die auch looten. Ich wollte eigentlich gucken, ob hier noch was drin ist. 20 Zigaretten erhalten. Doch da. Ich weiß nicht, ob ob ich das als Droge benutze oder ob das eine Währung ist. Ich vermute fast, das wird also los. Eine Währung sein. Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Würden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen. Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hey, ihr dummen Trottel. Bewegt euch. Schlechter Zeitpunkt. Ein Schnäpschen. Ah, oh, das ist schon wieder tödlich für mich, so ein Loot-Spiel. Oh. Ich glaube, Ruby ist tot. Aber Ruby war hübsch. Wieso kann sowas Hübsches sterben? Oh, was geht denn hier ab? Genau, Outlaws war auch noch eine Fraktion. Weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Wir machen es einfach mal. Okay, nichts passiert. Ich bin so ein fucking Loot Goblin, ey. Komm. Geh mal zurück. Ich glaube, also geschätzt 200 Folgen werde ich brauchen für das Spiel. Besen. Kann man überhaupt gebrauchen. Aber es ist krass, dass er immer so ein kleines Nebending hattest. Dann hast du da so übelst viel. Guck mal, wir haben 402. Ja, Elixit ist eine Währung. Kann
kann es weitergehen. Jo. Kriegskram. Im Moment nicht. Später wieder. Okay. Kriegskram. Ja, natürlich, mich greifen. Also los. Kann's weitergehen? Ja. Achso, wollte ich schon sagen, ganz schön langer Weg in dein Dorf, aber wir sind ja schon da. Sind wir bald da? Muss mal Pipi. Ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Okay. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Danke dir. Drücke, um das nächste Missionsziel zu markieren. Hauptmission, Kontakt. Aber wir sind selbst immer noch am nächsten, auch wenn sie nicht mehr derselben Tier. Ich würde sagen, wir folgen mal klein wenig der. Wie kann ich denn? Okay. Folgen mal ein klein wenig der Hauptmission. Schauen wir mal, wie es läuft. Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist ein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Duras kennt mich. Kein Grund zur Sorge. Ja und? Von mir aus kannst du seine Mutter ausgraben. Das ändert trotzdem nichts daran, dass du jetzt erst einmal mit mir sprichst. Aber bevor du mir noch seinen Familienstammbaum unterbreitest, kürze ich das ab. Wärst du tatsächlich im Dienste der Alps, würdest du wohl kaum versuchen, mit Worten an mir vorbeizukommen. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut. Dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische? Ragnar, Sohn von Bjar? Er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilger... Ups, Entschuldigung.
uns die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Mach ich. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. Goliath ist stark. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Okay. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit einer Waffe umgehen? Gerade so. Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ungern die Hände schmutzig. Ja. Noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich, genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Ich hätte nicht erwartet, dass in Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Natürlich wird hier mit Elixid-Splittern bezahlt. Ebenso wie die anderen Gemeinschaften nutzen wir das Elixid als Gemeinwährung. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Oi. Ich drück mal die falsche Taste. Die Nebelkrähen beobachten dich. Okay. Gut. Jetzt muss man natürlich gucken. Technik. Ha. Da. Kann ich denn... Ja, ich kann meine... Nee, das ist ja... Gut, wir gucken uns mal die Stadt hier an. Ohne einer festen Mission zu folgen. Quatschen mal mit den Leuten. Vielleicht gibt es ja noch Missionen, die wir mitnehmen können. Mächtige Mana-Pflanze. Nein, sie haben sich Mühe gegeben, aber wie gesagt, grafisch reicht es an 2017-Spielen nicht ran. Definitiv nicht. Ich würde es so 2013, 2014 eingliedern. Gerade bei den Dialogen sieht man das ganz, ganz krass, wie die Uniformen rausgearbeitet sind. Wir haben eine Jägerhose erhalten. Rüstung, Kopf.
Achso, wir haben neue Punkte. Ja, gar nicht gesehen. Entschuldigung, Husten. Was brauchen wir denn für die Waffe des Klerikers? Geschicklichkeit 13. Oh, okay, das kriegen wir nicht zusammen. Lernpunkte. Wir haben 2 Lernpunkte. Die können wir hier nicht ausgeben. Ich gehe mal auf Berserker eben. Leben und Energie. Hey, du. Ja. Bist du der Ersatz? Für was? Wovon redest du? Dann bist du es also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Kein Problem. Gibt's noch was? Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Am Eingang steht doch eine Wache. Ja, genau. Eine Wache. Aber sonst stehen dort 2. Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Fauler Sack. Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Klingt nach einer Mission. Aber sag mal, ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Irgendwer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar. Das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Dich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Was glaubst du, wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust, jetzt eine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Hat schon genervt, Junge. Was ist ein Weltenherz? Dein Ernst jetzt? Yep. Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Hab nicht zugehört. Ach, du gibst ja doch keine Ruhe. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser? Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edan verteilt haben. Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Alles klar? Was ist Mana? Nix da, ich habe schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wühlern. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Du hast recht. Freut mich zu hören. Es ist selten geworden, in diesen Zeiten auf selbstlose Leute zu treffen. Ich werde Alva suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Am besten fängst du deine Suche bei Drog an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Ich glaube, den haben wir schon kennengelernt. Was wohl passiert, wenn ich da was nehme? Ich glaube, es ist keine gute Idee.